Österreich hat die Pandemie überstanden, nicht wesentlich besser oder schlechter als die meisten europäischen Staaten. Und ja, deswegen ja, hat auch die Regierung jetzt mit. Und ja, wir kämpfen gemeinsam jeden Tag dafür, unser Gesundheitssystem ja, besser zu machen und allen Menschen Hilfe anzubieten, die sie brauchen. Die jedenfalls Empfehlungen entsprechend oft auch anpassen müssen. Nach einer Zeit der Krise müssen wir lernen ziehen, um dieses Vertrauen in die Zukunft und auch in die Demokratie wieder zurückzubekommen und zu stärken. Das geschieht seit Monaten auf vielen, vielen Ebenen. Es gibt einen Pandemieplan, einen neuen Pandemieplan, in dem Erkenntnisse bereits eingeflossen sind. Einen neuen Pandemieplan und ich darf jetzt ganz kurz zur Gesundheitsreform kommen. Es gibt hier vor allem Themen, die sich besonders an die Pflegekräfte richten, um die Pflegekräfte zu stärken. Wir haben mit dem ersten und zweiten Teil der Pflegereform auch wichtige strukturelle und finanzielle Verbesserungen für Pflegekräfte auf den Weg gebracht. Und unser Sozialstaat hat in den vergangenen 4 Jahren gezeigt, dass er Krisen bewältigen kann. Und ich darf daher im Namen des Herrn Bundesministers auch noch sagen, dass wir überzeugt sind, dass die vielen Maßnahmen der Bundesregierung, Armut zu bekämpfen und Krisen zu bewältigen, auch dazu beitragen können, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Vielen Dank.